Er ist noch keine 20 Jahre alt, aber nimmt es mit den mächtigsten und reichsten Menschen auf dem Planeten auf. Der Amerikaner Jack Svenay veröffentlicht die Flugrouten von russischen Oligarchen und verfolgt neu auch deren Yachten. Er hatte schon Privatjets auf Radar. Jack Svenay wurde über Nacht zum Internetstar. Der College-Student verfolgte den Privatjet von Elon Musk und hat die Flugrouten auf Twitter veröffentlicht. Seit dem Ukraine-Krieg nimmt Svenay andere Superreiche ins Visier, russische Oligarchen. Auf Twitter zeigt er, wo die Jets der russischen Multimilliardären starten und landen. Svenay verwendet dazu öffentlich zugängliche Flugdaten. Dabei zeigte sich, dass derzeit viele Oligarchen ihre teuren Flugzeuge vor den Sanktionen in Sicherheit bringen. Auch Wladimir Putins Flugzeuge verfolgt er. Diese Riesenschiffe verfolgt Svenay. Dieselben Oligarchen, die Nobel durch die Lüfte jetten, leben auch auf hoher See in Luxus. Sie besitzen Yachten im Wert von mehreren Millionen Franken, und auf die hat es Svenay jetzt abgesehen. 23 Yachten hat der Student von nun an im Visier, unter anderem zwei Schiffe von noch Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch. Svenay veröffentlicht ihre Routen via Twitter. Er hat dafür einen eigenen Twitter-Account erstellt. Am frühen Montagmorgen hatte der Account schon beinahe 12000 Followers. Svenays Twitter-Kanal Russian Oligarch Jets folgen mittlerweile fast 4000 Menschen. Svenay hatte auch den Twitter-Bot Putin Jet eingerichtet, der die Flugbewegungen von Putins mutmaßlichem Privatjet automatisch aufzeichnen. Politexperte Erich Güssling: Die Russen greifen immer mehr zivile Ziele an. Eigenen Algorithmus entwickelt. Svenays Jet-Tracking-Bots stützen sich auf öffentliche Daten, die Längen- und Breitengrad sowie die Flughöhe aufzeichnen. Mithilfe eines von ihm entwickelten Algorithmus kann Svenay den Standort berechnen. Bei den Yachten stützt sich Svenay auf ähnliche Daten. Sie stammen von bordeigenen Sicherheitsgeräten, die den Standort großer Schiffe übermitteln und überwachen. Laut Svenay sei die Verfolgung von Yachten einfacher als bei Flugzeugen. Ob die Oligarchen ihre Luxusschiffe, genauso wie ihre Privatjets, in einen vermeintlich sicheren russischen Hafen bringen, wird sich zeigen.